wollte ich eigentlich die Gunst der Stunde mal nutzen und einen Kaffee machen. Ah ja, moin moin erstmal. Ja, da läuft der immer noch rum. Ich krieg den nicht. Heinrich, dann geht ihr doch, während ich den Gang versperre, erstmal einen Kaffee machen. Nee, erstmal dieser einzelne hektische Tote. Ei, das ist ja ein Riesenloch. Ja, gezielt. Das ist definitiv gezielt. Das Loch nie graben sollen. Mein Reden. Ja, aber früher sind die da nie draufgegangen. Wir hatten in jede Basis, die wir hatten früher, immer ein, zwei Notausgänge. Da ist nie jemand gespawnt. So. Da lebt der immer noch. Sind dann zwar nicht die ganz krassen Betonblöcke, aber egal. Jetzt runter. Ich knall dich weg. Stirb! Er steht wieder auf. Das gibt's nicht. Alter, jetzt reicht's mir. So, der Gang Nahkampf. Ist jetzt gefüllt. Ich glaube, sicherheitshalber mache ich hier nicht ganz. Nahkampf! So. Ich begutachte den Schaden mal von außen. Ah, die haben einen richtigen Schacht da reingegraben, das sieht man sogar von hier. Ja, ich habe schon angefangen, den zu füllen. Jo, das sehe ich. Und ich werde auch die Basis, glaube ich, hier bei uns unten, zumindest den Gang, werde ich, glaube ich, auch mit Beton auskleiden. Ja, man muss das von außen an aber auch noch mal ein bisschen machen. Ja. Natürlich. So, das roch gerade nach gebrochenem Bein. Und, ist es ein gebrochenes Bein? Natürlich nicht. Na gut. So. Dann bereite ich mich jetzt auf das, was wir eigentlich machen wollten, vor. Schatzsuche? Ne, gar nicht. Auftrag. Auftrag. Auftragskill. So, esse ich noch eine Kleinigkeit. Ach, so ein Wildbreteintopf. Guter Wildbreteintopf. Ja, mache ich mal wieder ein bisschen Stahl. Nee, ich wollte ja noch Eisenstangen machen. Ja. Zack. Nur noch geschmiedetes Eisen? Ja, genau. Ich wollte nur ein bisschen reparieren. Eisen und Stahl ist im Zweifelsfall auch ganz viel in der Schmiede. Ach, geht nicht damit? Joel.
Ich muss sagen, da wo sie reinkamen, war schon cool, dass sie das mal so gemacht haben. Das stimmt. Aber ich finde es halt uncool, dass jetzt halt so lange Gänge dann halt eigentlich eine Gefahr bilden. Weil es hat früher mal sau viel Spaß gemacht, einfach noch ja, den Wald mit mehreren Zugängen zu graben. Fand ich immer cool. Clear Zombies und Buried Supplies habe ich im Angebot. Ach, du bist schon dort, ja? In meinem Moped steht der ja auch noch. Oh Mann. Also, boah, ich werde wahrscheinlich Clear Zombies nehmen. Mach ich auch. Ich nehme mal das in 710 Meter Entfernung. Pass auf, vielleicht finde ich, kriege ich ja selber in 710 Metern, nehme ich das auch. Dann müssen wir es zweimal machen, war das, glaube ich, ne? Ach, da ist das, okay. Dann würde ich schon mal mein Auto holen. Also mein Moped. Nee, 710 bietet er mich nicht an. Ah. Buried Supplies. Fetch Clear Zombies in 1,2 Kilometer. Dann nehmen wir sie das an. Cabin 09. I can't thank you enough, Ren. Also meine Clear Zombies sind da auf der anderen Seite vom See, wo unsere erste Basis ist. Oh, eine Schlampe. So eine doofe Kuh. Ja, ich fahr den einfach hinterher. Okay. Machen wir erst meins, dann deins. Genau. Ach, da geht's lang. Okay, meins ist dann genau in der anderen Richtung. Ja gut, dann ist das so. Aber das ist ja alles kein Weg. Ah ja, eine Brücke war ein bisschen kaputt, ne? Das sind wir zu häufig mit dem Auto rübergeheizt. Ah, da ist er. Hier rechts das, oder was? Ja, da war schon so viele Zombies irgendwie rumlaufen. Hey. Aber eigentlich kannst du auch, wenn du noch so weit weg bist, kannst du auch gebückt die... Ah, haben wir uns schon... Ja. Aber in den einen gab es noch Schleißschaden. Haben oder nicht haben. Da hast du recht. Nahkampf! Stirb! Kann ich da so reingehen? Das war auf jeden Fall eine Falle. So. Es hat gestartet. Warte mal, ich baue mir... Habe ich nicht Frames? Ich habe Frames. Weil ich weiß... Ach stimmt, da könnte man sich da so an diesen Dings da hochklettern. Das ist eine very good idea, lieber Heinrich. Das ist doch meine Idee. Vogel! Mehr Vögel! Oh, wow, 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 wow. Alle Vögel tot? Aha. Ja.
Bist du angepisst, hä? Ich glaube aber noch nicht, dass das alles war. Das glaube ich auch nicht. Da ist nämlich noch mindestens einer angezeigt. Oh, hier kann man Autos auseinandernehmen. Wo ist der Letzte? Da. Das war's. Ja, gucken wir mal wegen Gegenständen. Bei mir hier oben war eine Tasche. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo was Geheimes, Cooles gibt. Da oben ist noch ein Auto, das nehme ich mir. Oh, hier sind Bolzen. Krankenbett. Ah, oh, dieses Headset. Oh, ich hab Bier gefunden und. So. Oh, hier oben ist sonst nichts. Hm. So, gut, dann sind wir. Oh, da ist noch ein Bolzen, nehme ich mit, aber dann sind wir durch. Ah, hier ist noch ein Vogel. Killing the Vogel, bringt Federn. Oh, yes, I will kill it. Ich will kill it, okay. Wo sind die anderen? Du hast doch zwei gekillt, oder? Ja, die habe ich. Ah, hier ist noch einer. Ah, hier ist am Ausgang auch noch einer. Super. Dann würde ich sagen, fahren wir zu deinem Auftrag. Frames nicht vergessen, die kann man immer gebrauchen. Oh, ja. Nein. Kann man zerlegen. Das braucht kein Mensch. Jo. Das war. Wo ist mein Moped? Ja. Wildschwein! Geh mir aus dem Weg! Geht doch. Gut, dann folge ich dir. Mal kurz tanken. So, ich muss ja einmal komplett auf die andere Seite. Ich folge dir. Überleg gerade, wie ich da am besten fahre. Hier erstmal rum, ist eigentlich egal. Wir müssen erstmal wieder auf den anderen, auf die andere Seite des Sees. Okay. Jetzt hast du dir gar nicht deinen Kaffee gemacht. Ja, egal. Ah. So, mal kurz auf die Karte gucken. Hm. Ich bin kein Freund von Querfeldein, da ist so viel Scheiße halt. So, dann fahren wir da nochmal lang. Weil dann haben wir zwischendurch sind Berge, dann umfahren wir quasi die Berge. Okay. Ah, unsere eigentliche Basis. Hallo! Oh, ja, eigentlich ist jetzt unsere Verteidigungsbasis irgendwie unsere Basis, oder? Ja. Ja, waren wir ja schon ewig nicht mehr. Aber ich lasse trotzdem meinen Schlafsack noch hier. Mhm.
damit es trotzdem noch ein sicherer Ort ist. Genau, hier müssen wir rein. Willst du den Wolf überfahren, oder? Wo hast du schon tot? Sieht's aus, wo ist er denn? Wo ist er denn hingeflogen, der Wolf? Bei mir liegt er. Ich suche ihn und dann. Ja, bei mir läuft er dran vorbei, aber nehme ich den. Ich sehe den gar nicht, der ist unsichtbar. Also ich sehe das Blut spritzen, aber. Tarnwolf. Und weiter. Erstmal schön lang geradeaus. Ein Kilometer noch. Wenn ich so Kadaver sehe, halte ich einfach zwischendurch mal an. Ja, mach mal. Das Nitrat können wir gebrauchen. Auto. Nein, falscher Knopf. Oh. Ah, vorbeigefahren, verdammt Angst. Hast du ihn erwischt? Ist noch nicht tot. Er läuft weg. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann fahre ich weiter. Oh, nebenbei stocken wir unseren Fleischvorrat auf. Das ist gut. Weil wir so wenig Fleisch haben. Ja, wie viel haben wir denn? Weißt du es noch? Viel. Okay. Gut. Es geht mir da tatsächlich eher ums Fett und die Knochen. Gut, dass es nicht schlecht wird. Oh, ja. Aber auch das schlechte Fleisch kann man gebrauchen. Da können wir auch Essen draus machen, von daher. Ah, hier ist eine Farm. Nicht, dass es die Farm ist, die wir reinigen müssen. Oh. Ja, hier waren wir doch erst auf der Menschenfarm. Aber nee, ist irgendwie dahinter. Ah, hier ist so eine Holz. Ist es. Nee, die ist es nicht. Und das wird die eine von diesen Holzhütten sein. Ja. Clear Area. Genau, die wird es sein. Klopfen wir mal an. Hallo, liebe Zombies. Okay, hier steckt schon mal keiner. Hast du schon angenommen? Ja. So ein Dickerchen, ne? Da ist noch ein Dickerchen, den schieße ich mal zwischen die Beinechen. Mach das Chen. Wo seid ihr denn? Am Schrank. Ups.
Ah, ich komme mal raus. Ah, das ist ein Leuchtezombie. Ah, super. Danke. Danke, bitte. Ich dachte mir, ich bin mal so frei. Oh, da ist jemand draußen. Ums Haus rum. Ja, ich gehe mal hoch. Und hier sind dicke Touristen. Kann ich umboxen? Nee, aber die boxen mich um. Hm. Oh, da hat sich einer erbrochen. Erbrochen? Das klang wirklich so, als ob der irgendwie Flüssigkeit verloren hat. Ja, das klang echt ekelhaft. Da kam vor allem die längere Arme als wir. Level 110, juhu! Auch ein cooles Haus irgendwie. Noch nicht fertig. Talk to Trader, sind durch. Yay, hey, gibt's noch ein bisschen Munition. Eisenstiel. Na, lass uns doch zum Trader gehen und mit ihm talken. Jo. Nur geguckt, ob hier noch was ist, was man gebrauchen kann. Alles gut. So, das war nicht meiner. Ja, was machst du? So. Ah, das war doch mal wieder nett. Ja, da war mal was anderes. Drehen wir den Spieß mal um, wir besuchen sie statt die uns. Ich habe irgendwie, seit ich jetzt Zomboid wieder gesehen habe, mächtig Bock auf Zomboid. Ja, dann können wir doch mal eine Runde Zomboid spielen und aufnehmen. Müssen wir ja nicht unbedingt erstmal regelmäßig machen, also je nachdem wie die Resonanz ist, wenn euch das gefällt und ihr regelmäßig was von Zomboid sehen wollt, dann können wir natürlich auch regelmäßig Zomboid spielen. Aber das Problem ist dann wieder mit dem Server, ne? Nee, bei Zomboid ging das doch ohne Probleme, wenn man das lokal macht, meine ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben es auch mal mit anderen Leuten auf dem Server gespielt, das weiß ja, ich. Ja, auf öffentlichen, das haben wir gemacht, aber ich meine, das konnte man auch lokal machen. Naja, oh, dann die Katze wacht auf.
Aber dann nur, wenn es auch eine andere Map gibt, weil die eine, die kennt man ja schon nicht aus. Ich glaube, da gibt es mittlerweile echt viele. Also 3 oder 4 gibt es da, glaube ich, mittlerweile. Denkt dran, das Vorsicht graben. Parke das Auto auf der gelben Straße. Oder an der gelben Straße. Oder fahr einfach weiter. Hab dich noch fast erwischt. Ach, wieso ist hier ein Loch? Wieso ist hier ein Loch? Hier ist ein Loch. Wo ist denn ein Loch? Hier ist ein Loch. Wieso ist hier ein Loch? Hier ist ein Loch. Ja, hat ja wohl einen Zombie gemacht oder so. Ich weiß nicht. Da ist ja ein Loch. Weißt du, auf der ganzen weiten Welt ist ein Block großes Loch und Mathilde rennt rein. So, Trader, was hast du denn für mich Schönes? You did it. Great job. Oh, eine Maschinenpistole oder ein SWAT-Helm? Eisenvorschlaghammer oder Lederhandschuhe? Eisenvorschlaghammer Stufe 1. Ich nehme den SWAT-Helm. Shemray Secret Recipe. Oh. Was ist denn Tasting and Brewing? Das ist doch hier Bierbrauen. Oh, das, genau, das ist zum Bierbrauen. Oh, das nehmen wir doch, oder? Ja, mach mal. Ich nehme einfach noch einen hier, Clear Zombies, die sind ja dauerhaft, da nehme ich einfach noch mal einen an. Falls kann man ja morgen oder irgendwann die Tage mal machen. It's rare to find honor in these dark times. Nee, mir bietet da nichts mehr ein. Was war denn Buried Supplies? Irgendwelche. Buried Supplies, begrabene. Ja, oh, Supplies. Also Vorrats. Dann nehme ich davon mal einen an. Mach das. Ich meine, heute wird das nichts mehr, aber. Nee. Heute hacke ich noch eine Runde. Mein Motorrad lasse ich bei ihm stehen. Ja, ich arbeite hier noch in meinem Dings. Ach so, hier Betonblöcke habe ich gemacht. Ach, siehst du, genau, das kann ich in der Nacht machen. Da werde ich uns hier ein bisschen auskleiden. Zombie oder was? Nein, ich hab mich wieder verklickt. Achso, was kann passieren? Ja, es ist einfach nervig. Es ist halt nicht so leicht, hier einen sanften Hügelanstieg zu machen.
ich weiß schon, warum ich das auf der anderen Seite so eben wie möglich haben will. Das hier ist nämlich very nervig. Aber das ist halt das Ding mit den Langzeitprojekten, die man hat. Ja. Hast du mal getestet, ob sich das überhaupt gut befahren lässt? Weil ich habe das Gefühl, über Sand laufen, da ist man irgendwie langsamer. Kann das sein? Nö. Habe ich eigentlich nicht den Eindruck. Komm, wenn wir in der Wüste oder so gefahren sind, hatte ich auch nie den Eindruck, dass wir da langsamer gefahren sind. Es kann halt höchstens sein, da wo die Anstiege so dolle waren. Klar, beim Anstieg bist du langsamer. Das ist ja logisch. Ladidadida. Joa, ich zerhack mich hier. Komm gut zurecht hier eigentlich. Okay. Wenn die Nacht jetzt nicht wäre, könnte ich hier vielleicht hier noch zu Fall bringen, den Brocken hier. Und wenn er zu früh runterfällt, dann sterbe ich halt. Dann bin ich tot. Vom Brocken erschlagen. Gut, dass man hier eine alternative Physik drin hat in dem Spiel. Oh ja. Sonst wäre ich schon längst tot. Schon ein paar Mal. Ja. Das auf jeden Fall. Steinfeld. Sehr schön. Hui. Gesundheit. Eisenstücke zum Aufsammeln. Oh, danke. Das sind hier zusätzliche Soundeffekte im Spiel. Steine. Juhu. Oh, ist der große Brocken weg, endlich. Jetzt habe ich hier so halbwegs auf einer Ebene. Das ist schön. Hat das auch gedauert.
Ich glaube, hier mache ich nochmal die Wand weg. Mach da auch mal diese Pflastersteine hin, damit das schöner aussieht. Und hier machen wir mal so eine Ecke. Oder so einen kleinen Graben drum. Weil wenn wir das so lassen, laufen sie ja einmal drumrum. Das wollen wir ja nicht. Nee. Das heißt Stacheldraht AD. Geht weg. Geht weg, Stacheldraht. Scheiß Stacheldraht. So. Nach dem langweiligen Gehacke kommt jetzt endlich wieder interessantes Schaufeln. Juhu, Schaufeln! Weil das Geschaufel ja auch so viel interessanter ist als das Gehacke. Ja. Find ich schon. Schaufeln geht doch immer so schnell und man könnte auch schnell in so einen Graben fallen. Muss ich echt noch Felsblöcke ran machen. Ja, ich komme auch gleich rein. Er ist schon wieder soweit, ne? Naja, Trader Joe hat gerade gesagt, dass er zumacht. Oh, das habe ich gar nicht gehört. Trader Joe. Sieht es überhaupt mit den Stacheln drin aus? Das ist ja neu, da haben wir noch nichts hingelegt. Ja, machen wir am nächsten Tag. Ja, ich komme jetzt auch rein. Wenn Trader Joe zumacht, ist es spätestens Zeit, nach Hause zu kommen. Dann wird Zeit, ja, genau. Hey! Jetzt musst du draußen bleiben. Oh. Nee, ich bin trotzdem drin, haha. Brauch Flüssigkeit. Joa. Was ist denn da? Ich werde diesen Gang weiter befestigen. Darf ich mal durch? Tut Nein. Gut. Ist nur die Frage, wie hoch wollen wir die Decke haben? Wollen wir... Aua! Wollen wir einen Platz über uns haben? Aua! Ups, das war ein Powerschlag. Entschuldigung, ich wollte blocken. Das war ein anderes Spiel. Entschuldigung, ich wollte wirklich gerade blocken. Jetzt hast du meine Rüstung kaputt gemacht. Du hast mich auf 39 runtergeschlagen, ja? Also bitte. Der erste war ein Ausrutscher, der zweite eigentlich auch. Der erste war links, linke Maustaste, rechte, der zweite war rechte Maustaste, also. Naja. Ja, wollen wir das so wie hier machen, dass wir so einen Block über unserem Kopf Platz haben? Oder? Ja, dieselbe Höhe, würde ich sagen. Okay. No. No. Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break. Ja.
Und nächstes Mal geht's dann weiter. Mal gucken, mit was. Also wir haben ja, glaube ich, beide noch einen Auftrag jetzt. Ah ja, dann kann man das noch machen, genau. Machen wir den Auftrag. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das brauche ich nicht. Ciao. Tschüss.